Nun haben wir es geschafft. Ich denke mal, jetzt ist es nun zu Ende. Was? Ach so, Moment. Nee. Die Kugel kann die Grenzen nicht von allein durchdringen. Etwas muss mit der Maschinerie getan werden. Die Kugel kann die Grenzen nicht von... Mit der Maschinerie? So, hallo und herzlich willkommen zurück bei Amnesia The Dark Descent. Willkommen zurück. Ja, ich habe mal wieder ein bisschen rumgeguckt, dies und jenes, und habe mal ein bisschen was herausgefunden tatsächlich, ja, wie man hier so weiterkommt. Erstmal hierzu, mit dem Apparat kann man was machen. Folgendes, wir müssen die Giftdrüse hier reinpacken, brauchen aber noch einen Behälter für. Und jetzt muss ich nochmal gucken, wo das war. Das war da, glaube ich, irgendwo... Ich glaube, wir müssten in diese Richtung. Ich weiß es auch endlich, was man mit dem Stück Fleisch machen kann. Tatsächlich. Dazu müsste ich mal zu einem Brunnen gehen. Oh, das mal komme ich unbeschadet drüber. Wo war denn das? War das hier? Ich hoffe mal. Ah ja, genau, hier war das. Ich sag mal so, mir hat nämlich noch was gefehlt. Das Stück Fleisch, das muss man nämlich hier dranhängen, weil da stand ja noch was von unserem Wasserfreund, ne? Der hat ja immer ein bisschen Hunger, ne? Das wissen wir noch aus dieser einen Folge da. Wir lassen es abseilen. Etwas sieht am Seil. Okay, er hat nachgelassen. Unser unsichtbarer Freund. Und was einfach mal bekommen. Ja, das sind die Überreste, die wir tatsächlich brauchen. Ja, und das... da kommt es jetzt... Also, da muss man halt erstmal überlegen, ne? Eigentlich hätte ich schon viel früher drauf kommen können, aber ja, das hat mal wieder ein bisschen länger gedauert. Hallo Spiel, geht's dir noch ganz gut? Also ich weiß nicht warum, aber irgendwie seit der hinteren Hälfte des Spiels gibt es irgendwie zum Teil echt Performance-Probleme. Ich weiß nicht warum das so ist, aber könnte auch daran liegen, weil ich wieder ein Treiber-Update mal wieder gemacht habe. So, die Überreste, die können wir jetzt hier reinmachen. Mit dem Heizprozess. Achso, warte mal, da können wir doch jetzt so. Wieso denn nicht? Oder müssen wir den erstmal. Passenden Behälter. Scheiß, wegen diesem passenden Behälter habe ich halt immer noch nicht nachgeschaut. Aber das ist doch ein... Hä? Das... Hä? Also für mich ist es um echt so ein passender Behälter, wenn ich ehrlich bin. Das... Hä? Sind wir doch mal ehrlich. Also die Logik verstehe ich nicht so ganz. Aber ich würde mal sagen, ich bin gleich wieder da. Ich informiere mich nochmal schnell, was es für ein Behälter ist, weil nicht, dass ich jetzt hier wieder 10.000 Jahre rumsuchen muss und ich da mal wieder nichts finde. Weil das kann doch nur der Glasbehälter sein. Das finde ich halt echt seltsam irgendwie. Ich würde mal sagen, ich bin gleich wieder da. So, da bin ich wieder. Ja, ich weiß es, was es auch mit dem Behälter nochmal auf sich hat. Wir müssen tatsächlich, da ist er. Oh. Wir müssen ihn herabsenken? Ach du Scheiße. Ach du Kacke.
wenn etwas um das Glas und... ach, warte mal, wir haben doch... kann ich nicht das Seil dafür nehmen? Geht das vielleicht? Nein? Also wenigstens komme ich immer einen Schritt weiter hier, aber... ja... ich bin halt nicht so der krasseste Rätseltyp, also... ja, ist halt echt eine Frage, wie ich da rankomme. Ah, so, ja, natürlich. Das macht Sinn, würde ich mal sagen. Na, geht doch. So, habe ich endlich mal wieder was hinbekommen. Boah, Alter. What are you doing? Time is running short. Ja, ich weiß es doch. Ich will hier auch langsam mal fertig werden. So, dann können wir, achso, ja genau, dann wird erstmal geköchelt und das kann dann bestimmt da unten dann hingepackt werden. Ja. So, und jetzt kommen wir endlich mal voran. Alter, diese Aufgabe, ne. Ich bin mal gespannt, wie es bei Machine for Pigs wird später. Aber das wird irgendwann nach meiner Pause erst kommen und jetzt können wir endlich weitermachen. Halleluja. Jetzt haben wir's. Ich weiß gar nicht, wie lange ich jetzt so gebraucht habe, aber das hat schon ein bisschen gedauert, glaube ich. Then use the saw to remove my head. As the tonic begins to run, you'll be able to cut off my head without taking my life. Then, take my head and bring it with you. As you enter the gate, Alexander is opening into inner sanctum. What do you mean? Why wouldn't you enter the gate? We can't argue now. You need to act. Ja, es geht jetzt wohl in die Endphase. Hä? Soll ich denn das? Ah, nee, Moment. Ach du Scheiße. Na lecker. Agrippas Kopf. Tja. Ich würde mal sagen, es geht jetzt, glaube ich, zum Ende, ne? Ja, da wollen wir mal. Also das sollte jetzt eigentlich mal langsam mal funktionieren nach 100 Jahren. Holy shit. Also das Spiel wird echt hinterher echt schwierig, was die... Rätsel angeht. Hoffentlich passiert jetzt nicht nochmal was Schlimmes. Autsch. Ja, außer das natürlich. Ja, wir müssen jetzt handeln. Wir haben keine Zeit mehr. Wir müssen hier wirklich echt diesen Ort verlassen. Kann ich eigentlich auch den... ah, okay, verstehe. Kleber? Was soll ich denn noch alles bitte finden? Der Sockel ist perfekt geeignet, um die Kugel zusammenzubauen, aber es ist etwas Kleber notwendig, damit die Stücke aneinander haften. Da gab es doch mal eine Notiz, glaube ich, am Anfang, wo irgendwas mal davon stand. Ach, warte mal, kann ich nicht... ja, ich wollte schon sagen, dafür ist doch das Teer zuständig. Jetzt hat das auch mal einen Sinn. Ich glaube, davon wurde mal ganz kurz am Anfang gesprochen. Ich bin mir nicht mehr so sicher.
Und nun haben wir es geschafft. Ich denke mal, jetzt ist es nun zu Ende. Was? Ach so, Moment. Nee. Die Kugel kann die Grenzen nicht von alleine durchdringen. Etwas muss mit der Maschinerie getan werden. Die Kugel kann die Grenzen nicht von... Mit der Maschinerie? Ja. Tja, mit dem Kopf müssen wir später durch. Ich muss dann scheinbar nochmal rübergehen. Ach du Scheiße. Was müssen wir denn mit der Maschine noch anstellen? Das ist echt eine gute Frage. Ich hoffe, hier läuft niemand mehr herum. Die Dinger können wir nicht mitnehmen. Also, mit dem Teil hier unten, was kann man denn hier noch machen? Kann ich damit irgendwas vielleicht? Ach, hier tritt da was aus. Warte mal, kann ich vielleicht... Das geht nicht. Nee, es geht. Was muss damit noch getan werden? Also. Ich bin der Meinung, damit meint er auf jeden Fall diese Maschine und keine andere. Das sind ja wieder Fragen über Fragen, wo man halt nichts weiß irgendwie, was man da jetzt genau machen soll. Also ich meine, ich habe ja kaum noch wichtige Gegenstände, womit ich jetzt wirklich was großartig machen könnte. Und ich meine, es kann ja nur diese Maschine gemeint sein. Eine andere gibt es ja hier weit und breit ja nicht. Aber was muss ich machen? Ja, ich habe ja auch kaum Sachen hier drin. Da kann ich... Ja, ich glaube, damit kann ich, glaube ich, auch nichts machen. Wobei mir... Nee, der hat mir gerade irgendwas angezeigt, glaube ich. Dass es scheinbar geht irgendwie. Ich weiß aber noch nicht was. Nee, es geht irgendwie alles nicht. Scheiße. Ich meine, ich habe an sich ja nur noch diese drei Sachen. Die Lampe ist ja eh alle. Also ich muss gestehen, ich habe keinen Plan. Andere kommen bestimmt besser durch als ich in diesem Spiel, aber ich ja, gegen Ende eher nicht so. Ach du Kacke. Aber hier ist halt auch wirklich nichts irgendwie. Also wirklich rein gar nichts. Was mit den Rohren kann ich irgendwie auch nicht machen. Autsch. Ja, reinfassen geht ja leider nicht. Ach du Kacke. Oh, vielleicht das Ding mal reinwerfen. Bringt auch nichts. Was muss ich denn mit der Maschine jetzt noch anstellen? Also, das ist wirklich echt... Es ist echt, schwierig mal wieder.
Kiste dreht. Also ich habe jetzt auch wirklich nichts gesehen irgendwie da drinne, was mir jetzt so wirklich weiterhilft. Boah, wir sind jetzt so kurz vor dem Ziel und da muss halt nochmal so ein Rätsel kommen, ne? Und ich muss halt wirklich sagen, die Rätsel in diesem Spiel sind wirklich richtig gut. Ja, also ich muss das wirklich ganz ehrlich sagen, ja. Damit kann ich halt auch nichts mehr machen. Hier gibt es halt wirklich nichts mehr, egal was ich halt mache. Ah, wir sind halt kurz davor, ne? Also ich glaube, ich bin nochmal dazu gezwungen, echt irgendwie nochmal nachzugucken, wie ich das mache. Weil, ich weiß echt nicht, Alter. Da drüben kann ja nichts mehr sein. Das ist halt wirklich nur noch dieser eine einzige Raum, der wirklich eine Blockade darstellt. Okay. Kann ich vielleicht das Ding mitnehmen und irgendwie... was ich mir aber nicht vorstellen kann. Ich kann mit der Maschine halt nichts machen. Vielleicht muss dagegen werfen nochmal. Ach. Ernsthaft? Oh, scheiße. Aha. Wir müssen tatsächlich eine Kiste nehmen. Na, schau meine an. Da sollte doch die Kiste, glaube ich, ganz gut sein, oder? Na, schmeiß noch ein paar Kisten. Sollte, glaube ich, ganz... nicht stark genug. Was haben wir denn noch für Kisten? Wir haben doch noch so ein paar Dinger hier, also... Da sollte doch irgendwie was da sein. Vielleicht... nee, ich glaube, die reicht nicht aus. Die hier vielleicht, die... Ja komm, die sieht doch ganz mächtig aus, oder? So ein schönes Quadrat hier. Auch nicht stark genug. Aber den Stein will er nicht akzeptieren, komischerweise. Ist das einfach wie so eine Waschmaschine? Huch. Wie den weggeschleudert hat. Ja, ich weiß nicht, was kann ich noch so nehmen? Also ein paar Sachen haben wir noch da oben, glaube ich. Was ist mit der Kiste? Die sieht irgendwie... Ja, die sieht noch viel stabiler aus. Also sonst haben wir noch eine weitere da, die ich... Ich weiß nicht, ob ich die nehmen kann. Guck mal, die ist auch deutlich schwerer. Weil guck mal, der kann nicht so schnell laufen, der Typ. Oh, das war richtig. Also ganz ehrlich, jetzt sollte man eigentlich durchkommen, oder? Ich nehme nochmal schnell was ein. Okay, aber krasses... Oh nein. Warum kommt denn der Typ jetzt schon wieder? Der kommt gerade ein bisschen unpassend, würde ich mal vermuten. Ja, der wird wohl mein letzter Gegner sein, glaube ich. Ich weiß nicht, ob er jetzt hier runterkommt. Okay, also wir mussten diesmal zum Glück nicht nachgucken. Hallo? Okay, jetzt geht er wieder. Oh, und das Ausreden dann auch noch gegen Ende, ne? Geh mal nach rechts, da sind ganz tolle Sachen. Und er geht doch ausgerechnet nach links. Ach, das kann doch nicht wahr sein. Das Ding ist halt, das ist jetzt... Ich komme an die mir quasi nicht vorbei da vorne.
Ich kann jetzt quasi ja, hinter dem herlaufen. Kann ich mich nicht da irgendwie verstecken und dass er dann an mich vorbeiläuft, der Typ? Wenn er da reingeht? Kann mich doch hier verstecken, oder nicht? Ich verstecke mich mal hier. Ich hoffe, er sieht mich nicht. Psch. Der will mich 100% hier sehen, der Typ. Oh, nee, er sieht mich doch nicht. Und seltsame Geräusche macht er natürlich auch. Ach, ganz schnell zumachen. Aber jetzt. Binnes Heiligtum. Die Ansicht ihres leblosen Körpers lähmte seine Psyche. Er versuchte, sich abzuwenden und zu gehen, doch er konnte nicht. Stattdessen fiel er auf seine Knie und bat sie um Vergebung. Okay. Was geht einfach noch weiter? Ich dachte, das wird... Was kommt denn eigentlich überhaupt noch? Ich bin mir gar nicht mal so sicher. Was? Was? Die Tür lässt sich nicht öffnen. Jetzt ist es noch weiter. Ich glaube, das ist das letzte Hindernis. Wir sind auf einem Heiligtum, wie man sieht. Was? Muss ich da mein Blut da lassen? Also, falls man das so macht. Ich gehe mal hier rein. Was? August 1839. It's not fair. I'm not to blame. I've been manipulated by that demon. He played my guilty conscience and duped me into facing the shadow alone. That vile, conspiring man. He expects me to meet my death as he steals power beyond imagination. Alexander, I will kill you for what you have done. If only the Shadow had caught me in London or Algeria, I wouldn't have to suffer this humiliation. You made me a murderer. A monster. Now, I merely await my death. I'm too weak to press on. I can hardly stand as my knees fail me. I cannot see as my eyes are dressed in tears. I'm as broken as the men I've tortured. If only I could wipe my fear away, as we did with them. Hm. Autsch. War's das nun? Können wir jetzt endlich durch? Lässt sich nicht öffnen. Ich dachte, ich muss es so machen. Aber ich glaube, so verkehrt war das gar nicht. Aber viel mehr passiert ja auch nicht. Oh. Okay. Das ist ja für so eine Dämonenbeschwörung, ja? Dieses Zeichen. Muss ich das dann auf der anderen Seite auch noch machen, falls es da so ein Teil gibt? Tatsache. Okay, das Tor ist wohl geöffnet, glaube ich. Was? Ach du Scheiße. Jetzt muss die rote Seuche wieder kommen. Scheiße. Ich glaube, wir sind da. Kugelkammer. Was? Sie schrie und trat um sich, als er sie am Arm zog.
Ihr geblümtes Sonntagskleid wurde zerrissen und ist viel zu Matsch. Was ist denn das? I was wondering if you were going to show up. I see Agrippa convinced you to run some errands. Tell me, is everything nice and clear now? Am I the villain? Oh. Good and evil. Such comforting concepts, but hardly applicable. Are you so blind that you see no good in me or evil in Agrippa? Was? Ich habe ja noch den Kopf bei mir. Kann ich da... Das Portal hat sich noch nicht geöffnet. Was soll ich denn jetzt machen? Ach, der wirklich umkippen? Tja, ich... Ach, lass mal sein. Oh, ich glaube, es ist ein bisschen böse. Was? Jetzt ist er tot. Und wir? It was my greatest triumph, and I never looked back. You think I was afraid fleeing Brennenburg? Quite the contrary. I knew it was my purgatory. Hellfire made to wash away my sins. Oh, hier komme ich gar nicht weiter. There's no denying the things I've done. But I have paid my tribute. I gave them that awful man. I did the right thing. Oh, es geht ja nicht nach draußen. Ja, dieser Mann hat wirklich ein Böses getan. Aber wir haben es geschafft. Wir sind draußen. Ich weiß auch nicht, wie der Typ jetzt wieder rausgefunden hat, aber... Ich glaube, das... Ja, gut. Irgendwie hat das schon geschafft. Und das war's nun. Mit Amnesia The Dark Descent. Wow. Was für ein krasses Spiel. Also, das Spiel hat mich wirklich echt überzeugt. Es war wirklich echt fantastisch gewesen, ja. Also Horrorfaktor, also es war halt wirklich immer gruselig gewesen, ja. Also... Mit dem Blut und so, mit diesen Kreaturen, ne? Zum Beispiel mit Herr Großmaul und seine Freunde da irgendwie. Also es war wirklich echt wow. Es waren wirklich einige Rätsel mit bei, darunter auch ja schon sehr groß und schwierige zum Teil, wie ich finde. Also aus meiner Sicht. Ja, da musstest du halt wirklich überlegen, wie machst du diesen, den ist zum Beispiel das mit der Brücke. Das war halt schon ein bisschen kompliziert. Und dann halt das zum Beispiel für Agrippa, dieses Mittel, was man da herstellen musste, das war halt auch nicht einfach gewesen. Oh. Jonas Steinig, Berlin steht da. Krass. Und das war halt schon, ja, auch das Setting, ne, mit der Atmosphäre, die Musik. Ja, gut, grafisch gesehen, das Spiel ist zwar schon ein bisschen älter, aber es ist halt immer noch ein sehr, sehr gutes Spiel, bin ich der Meinung. Dafür, dass ich das auch das erste Mal gespielt habe, war ich echt beeindruckt gewesen. Ja klar, bei dem einen oder anderen Rätsel muss ich halt schon überlegen, wie man das so macht. Bei dem Trank, da muss ich ja tatsächlich nachgucken, wie man das löst, weil sonst, tja, hätte ich das echt nicht herausgefunden, weil das war wirklich kompliziert gewesen. Aber den Großteil, ne, den habe ich auch selber hinbekommen.
alleine. Aber das war halt wirklich schon schwierig. Und damit endet es nun. Wie gesagt, auch vom Setting hat es ganz gut gepasst. Mit der Burg und so. Da gab es halt nochmal einen Szeneriewechsel unten mit dem Kerker und dann so, mit den ganzen Folterdingern. Und ja. Die Kreaturen, die fand ich auch ganz gut, besonders das Wassermonster. Ja. Die Metalltypen, naja, gut, den. Ja, der war jetzt eher ein bisschen nervig gewesen. Und ich glaube, wir haben das jetzt in 15 Parts, glaube ich, ja, gut durchgestanden. Ja, die Geschichte da. Ja, wie gesagt, am Anfang weiß man halt noch nichts, aber du weißt halt denn immer mehr, weil durch diesen Amnesietrank halt, ne? Den du ja da quasi dann gesoffen hast, wenn man so sagen kann. Hast ja quasi alles vergessen und ja. Bist dann halt irgendwo gelandet und musstest dich erstmal wieder zurückerinnern. Und ja. Von den Frictional Games Spielen her würde ich sagen, ist es bei mir auf Platz 2. Denke ich mir mal. Oder auf dem gleichen Stand wie The Bunker, würde ich sagen. Und ja, auf dem Thron ganz klar immer noch Soma. Ich glaube, Soma wird man auch nicht schlagen können, weil Soma, ja, Soma geht erstens länger und Soma ist halt, ja, ich finde Soma an sich generell irgendwie viel geiler, muss ich sagen. Also, na klar, die beiden Spiele sind auch sehr, 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 sehr gut, ja. Aber sie kommen einfach nicht an Soma ran, halt auch wegen der Geschichte, die in Soma stattfindet. Und ja, ich liebe Soma einfach, ja, muss ich ganz ehrlich sagen. Es ist einfach wirklich ein geiles Spiel. Aber dieses Spiel, es hat mich auch wirklich beeindruckt und auch riesig viel Spaß gemacht. Und ich hoffe, es hat euch auch ebenso Spaß gemacht. Es wird offenbar noch was zu Amnesia kommen, aber erst nach meiner Pause. Nämlich noch ein DLC von Dark Descent, das nennt sich Justine oder so. Oder, ja, Justine wird es, glaube ich, ausgesprochen. Ja, das ist so ein DLC, was eigentlich nur die wenigsten, glaube ich, kennen. Und das werden wir uns dann irgendwann nach der Pause dann mal antun. Und dann kommt irgendwann Machine for Pigs und dann haben wir, glaube ich, eigentlich alles durch von Amnesia. Ja, dann fehlen nur noch diese Penumbra-Spiele, ob ich mir die antue. Weiß ich nicht, aber das wird die Zukunft irgendwann mal zeigen. Mal gucken. Vielleicht überlege ich mir das irgendwann mal in Zukunft. Weiß ich noch nicht. Ja, aber wie gesagt, ich gehe jetzt erstmal in YouTube-Pause. Ja, wir sind es dann, denke ich mal, Anfang August dann wieder. Ja, weil ich habe gesagt, Amnesia The Dark Descent wird das letzte neue Projekt sein vor meiner YouTube-Pause. Und Sons of the Forest und The Forest sind das, glaube ich, schon in Pause. Und nach der Pause, wie gesagt, geht es dann mit Sons of the Forest und The Forest weiter. Und ich denke mal, vielleicht machen wir Ende August dann das Justine DLC, würde ich sagen. Und ich hoffe, ihr seid dann auch wieder mit dabei, wenn euch Amnesia gefallen hat. Oder hoffentlich sehen wir uns dann auch bei The Forest oder bei Sons of the Forest, wie zum Beispiel der Pascal, ne? Liebe Grüße nochmal an dich. Und ja, ein herzliches Dank nochmal an alle, die zugeguckt haben. Es war mir ein Vergnügen, dieses Spiel zu spielen und es war wirklich echt geil. Und ja, da wir sagen, sehen wir uns bei nach meiner Pause wieder. Denke ich mal Anfang August wird es dann, denke ich mal, weitergehen. Auch wieder mit Raft, so höchstwahrscheinlich. Und ja, da sehen wir uns dann auch mal wieder. Dann habt erstmal bis dahin erstmal eine gute Zeit und dann sehen wir uns offenbar bald wieder. Bis dann und tschüssi.